Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schauen wir mal Wings für den Commodore Amiga, die Abenteuer des Lieutenant Colonel Edmund Blackadder im Ersten Weltkrieg. Wir sind jetzt bei Teil 17 angelangt, Teil 16 habe ich gestern aufgenommen, Wahnsinn, also wie es da jetzt da abgeht seit Mission 100, haben wir festgestellt, dass wir bei den Bombardiermissionen, dass wir da halt eben jetzt da auch Flugzeuge haben. Was ich nicht mehr gewusst habe, aber was eh gescheit ist, ist halt eben das, man hat die Flugzeuge, wenn man noch nicht in Reichweite der Artillerie ist. Und nachdem, also wenn dann die Artillerie kommt, kämpft man aber nicht zusätzlich auch noch gegen Artillerie und gegen Flugzeuge. Also so gescheit ist das Spiel auch. Weil das, da habe ich mir nur dann noch gedacht gehabt, von wegen Shit, jetzt haben wir die Flugzeuge. Dort auch noch das, wie hast du es früher gespielt, aber eben, es funktioniert. Aber auch halt eben so, haben die Deutschen an Schwierigkeitsgrad zugenommen. Also die letzten Patrouillen, was wir geflogen sind, war Wahnsinn, gegen wie viele Deutsche wir da gekämpft haben. Unter anderem war ja auch die eine Mission, wo wir gegen 9 gegnerische Flugzeuge angetreten sind, mit, glaube ich, wie waren 4 oder 5. Ich werde es höchstwahrscheinlich gemacht haben, aber ich habe noch nicht jetzt die Folge 16 oder was bearbeitet, beziehungsweise geschnitten oder was und hochgeladen, aber ich werde diese Folge sicherlich Es sind 9 genannt haben. Das habe ich schon mit mir ausgemacht, also da hat es keine Diskussion mit mir gegeben. Das gehört einfach so. Und wir machen jetzt da weiter. Und ich habe auf jeden Fall noch geschaut gehabt, ich habe jetzt da wieder die CPU-Geschwindigkeit leicht erhöht. Das heißt, dass wir wieder eine bisschen bessere Performance haben sollten in den Patrouillenmissionen. Aber machen wir einfach mal weiter. Bin gespannt, was heute alles passiert. Wahrscheinlich werden wir auch jetzt demnächst die ersten Dreidecker zu Gesicht bekommen, weil ich glaube, die haben wir noch nicht gehabt. Oder wenn, dann nur vereinzelt. So, 23. April 1917. Off the record, Farah has told us that the results of our Eras offensive are bleak. Also nicht offiziell hat uns Farah gesagt, dass die Resultate der Offensive von Eras bleak. Ich weiß jetzt gerade nicht, was dieses Wort bedeutet, aber ich nehme mal an, von wegen, dass die Offensive nicht so, also die Resultate nicht so rosig ausgefallen sind. Still the second phase of Nivelles Operation begins today. Trotz dessen wird aber die zweite Phase von Nivelles Operation heute begonnen. Concerted effort is on the way to dance this new Hindenburg line. Concerted effort. Also es konzentrierter Versuch wird gestartet, um quasi diese neue Defensivblockade der Deutschen, die Hindenburg-Linie, zu dellen oder beziehungsweise ihr Schaden zuzufügen. The balance are up at Ostend and need to come down in French troops. Was? Come down if French troops are to rescue the offensive from oblivion. Okay. Aufklärungsballone stehen oder sind postiert bei Ostend und sie müssen abgeschossen werden, um die französischen Truppen quasi zu sichern oder dass die nicht halt eben auffallen, dass sie nicht entdeckt werden quasi. Während sie diese Offensive starten und dass wir quasi dadurch diese Offensive retten, bevor sie halt eben ganz bös enden sollten. I'm going on patrol with 3 of the boys to do the honors. Okay, ja, und wir fliegen mit 3 anderen Jungs halt eben auf Patrouille, beziehungsweise wir werden höchstwahrscheinlich die Ballone abfetzen, nehme ich mal an. Ja, Ballone werden wir abfetzen, das ist keine Patrouille. Aber bitte, ja. Man kann es interpretieren, wie man will. Ich glaube, heute habe ich auch das Mikrofon wieder leicht, also ein bisschen einen größeren Abstand als letztes Mal. Ich muss mir das dann eh noch anschauen im Schneideprogramm, beziehungsweise wenn ich nachher die Audiospur bearbeite mit Audacity.
Aber nur für den Fall der Fälle. Das ist auch immer was. Ich bin zwar jetzt in den letzten Jahren sehr zufrieden mit dem Rode-Mikrofon, was ich habe, und auch mit Audacity, dass jetzt die Version, was ich habe, mit den Einstellungen, dass das relativ gut gerendet ist. Aber ich habe schon hier und da in der letzten Zeit wieder Sachen aufgenommen und da ist immer wieder vorkommen, dass quasi meine Stimme übersteuert, weil ich auf einmal nein oder sonst irgendwas sage und dass das ein bisschen zu heftig rüberkommt. Und das Blöde ist das, wenn ich dann mit der Lautstärke zurückgehe auf die ganze Tonspur, dann passt der Rest nicht, oder ich könnte mich hinsetzen, aber es dauert manchmal ewig, je nachdem welches schon mal Projekt ich mache, und dann einzeln halt eben diese Sektionen runterziehen mit der Lautstärke, und das ist halt eben ein bisschen ein Sisyphus-Hocken, überhaupt wenn es ein längeres Video ist, aber ist wurscht, das sind meine Probleme, da muss ich damit leben. Nothing is easy anymore, nichts ist mehr leicht heutzutage. Four attacking Fokkers flanked the three enemy balloons and intercepted us with their finest tactics. Ja, also vier deutsche Fokkers flankierten die drei gegnerischen Ballons und wollten uns abfangen mit ihrer besten Taktik. Exhausted, I began evasive measures to circle back for the dogfight. Also exhausted heißt, dass man halt eben müde sind, beziehungsweise halt eben aus der Puste. Mir fällt wieder mal das deutsche Vokabel nicht ein. Das ist, wenn man halt eben zerstört ist, wenn man abgekämpft ist. Ich weiß ganz genau, sobald ich das Video abdrehe, beziehungsweise fertig bin, fällt mir genau ein, was exhausted heißt. I began evasive measures to circle back for the dogfight. Ja, also, ja, wir haben uns vorbereitet halt eben für diesen Dogfight oder vorbereitet, dass wir uns umdrehen, dass wir einen Circle, also einen Kreis fliegen zurück, um diesen Luftkampf zu beginnen. Erschöpft, so erschöpft, yeah! Ich habe wieder mal ein Vokabel gewusst. Okay, ja, na toll, auf das habe ich jetzt ganz vergessen. Wer muss wieder das depperte Geschütz ausschalten? So, meine Wenigkeit. Gut, irgendwer sollte, ja, es sollte ja noch wer da sein. Da ist einer. Oh, da, okay. Gut, wer fliegt wohin? Pass auf, dann nehme ich mal den Einzelnen davor. Ja, natürlich kommt mir jetzt von hinten wer entgegen. Gut, weißt was, wenn wir schon dabei sind. Ich brauch's für die Statistik. Ganz dringend. Einfach nur für den Fall der Fälle, dass wir abgeschossen werden sollten oder was, dann sollen wir wenigstens die Ballone da zusammengefetzt haben. Ist da noch einer? Ja, da ist noch einer. Geben wir ein bisschen Gummi, das heißt, wir gehen ein bisschen runter. Haha! Nix mehr mit Gucken. Hm? Spanner! Okay, irgendeiner ist, glaube ich, genau hinter mir. Deswegen schauen wir, dass wir jetzt. Ja, der zum Beispiel auch. Der will auch was von mir, glaube ich. Oh, schön erwischt. Nochmal erwischt, sehr gut. Und man merkt schon, dass ein bisschen was performance-technisch weitergegangen ist. Jetzt mit der besseren, also mit leicht besseren Einstellung. Ich hoffe nur, ich habe nicht zu viele eingestellt, weil ich glaube, ich habe mir nicht immer alles aufgeschrieben, weil da müsste ich mir wirklich die lauter Notizblöcke anlegen, und ich habe schon genug Notizblöcke mit irgendwelchen Projektsachen und Einstellungen. So, ich muss einmal geradeaus fliegen, weil der eine abgestürzt ist und ich möchte nicht in den reinfliegen. So, da ist was. Oh ja, na genau, frontal wieder. Kamikaze-technisch wie immer. Was war das für ein Geräusch? Ich bin zu niedrig auch. Ich meine, dass wir den Boden so knapp vor uns haben, ist auch deppert. Ah, der hat wieder zu. Ich habe nämlich geglaubt, der hat jetzt wieder voll rüber zu uns geschwenkt. Oder gelenkt. Hat gewählt, um zu lenken, nicht um zu denken.
dem Spiel kann man sagen, ich wurde gewählt, um zu schwenken, nicht um zu lenken oder denken. Na komm schon. Ich weiß eh, dass du quasi nur Decoy bist, damit mich währenddessen der andere von hinten zusammenfetzen kann. Ne? So. Wo ist der eine? Ja, na, der fliegt genau durch. Ich hoffe einfach mal, dass die Einstellungen stimmen, weil nicht, dass man dann, wenn wir eins von den anderen Level spielen sollten, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht mit den Missionen, dass die dann auch normal rennen und nicht zu schnell, weil sonst, ja, sonst schaut das komisch aus und das ist auch spielerisch ein bisschen komisch, wenn das auf einmal viel schnell rennt. Was? Ja, super, es hat sich einer da gefangen. Na klar. Hauptsache meine sind abgeschossen, so wie es ausschaut, ne? Weil ich habe da eh keinen mehr von meinen gesehen. Wann sonst? Aber sie haben ja eh lang durchgehalten, die Maschinengewehre. Na? Ich soll ja so gute Mechaniker-Skills haben, ne? Ich merke aber nichts davon, wie immer. Ich drücke. Hallo? Machst du auch irgendwann einmal was? Ich drück die ganze Zeit, was soll ich denn machen? Ja, danke, wieder mal. Ja, du hörst ja nicht einmal, dass er irgendwie was probiert, obwohl ich die ganze Zeit drauf drück. Schaut er den an, Alter, jetzt. Ah, jetzt hat er aber kurz das Rechte wieder mal gefeuert, gell? Das ist auch interessant. Warte mal, hat sich da vorhin wieder einer erholt währenddessen? Nach. Ja, es hat sich wieder erholt. So. Schauen wir, dass wir jetzt nicht in den Nano reinfliegen, weil das werden wir jetzt nicht brauchen. Brauche ich nie, aber. Und immer kriegen die dann so einen Speedboost, wenn sie einmal angefetzt werden. Es ist herrlich. So, der ist wenigstens abgestürzt. Der hat sich nicht mehr da fangt. Gut, mit dem müssen wir wieder warten, bis der umdreht, weil sonst haben wir eh keine Chance, dass wir den erwischen. Und er ist außer Reichweite, klar.
So, dreht er jetzt um. Nee, noch immer nicht. Jetzt dreht er um. So, bitte, jetzt stürzt aber auch ab. Das ist schon nervig und fad. Gib bitte, der hat sich schon wieder da fangen, das gibt's ja nicht. Ich meine, echt, irgendwann. Ich verzweifle an den. An den Fertigkeiten meines Charakters, ehrlich gesagt, weil. Ich soll. Also, ich habe schon längere Zeit in die Statistik nicht mehr reingeschaut, ja. Aber von den Fertigkeiten her sollte es ja ein relativ guter Charakter schon sein. Von wegen, wie gut seine Schießfertigkeiten sind, Mechanik, alles Mögliche. Und du spielst dich immer noch quasi wie der reinste Nubler. Weil von den Mechaniker-Skills, das ist genauso wie wenn du quasi Neuling bist, der repariert es auch nicht schneller. Und dass jetzt da quasi meine Schüsse stärker geworden sind durch irgendwas Marksman, was weiß ich was, 165. Davon merkt auch keiner was. Ich glaube, das Spiel legt es extra drauf an, von wegen, dass ich so lange gegen den Typ kämpfe, bis ich in ihn reinfliege. Weil. Dafür habe ich mir einen Kaffee verdient. Ach Gott, Kaffee zur Linken, Wasser zur Rechten. Ich sag's nur im Vorhinein. Wenn ich einmal von da nehmen werde, einmal von da. Ja, also wir haben quasi alles, fast alles selber gemacht. Die anderen drei sind leider abgestürzt, auch klar. Und auch noch draufgegangen dabei, super. Der Flugraster, unser Geschwader besteht aus 6 Leuten. Ich meine, ja. 6 Leute reichen für ein Geschwader, ist mir schon klar. Also von dem her gibt es keine Schwierigkeiten, aber wir brauchen Reservetruppen. 24. April, some good news. Also einige gute Nachrichten gibt es angeblich. Due to the Vaillant efforts of Canadian troops, the British have taken Vimy Ridge. Also dank Vaillant Efforts. Ja, dank den Bemühungen der kanadischen Truppen haben die Briten es geschafft, Vimy Ridge einzunehmen. I wish I could report similar victory in the skies. Ich wünschte, ich könnte eine gleiche gute Nachricht erzählen über die Luftkämpfe. It seems this bloody month will never end. Es schaut so aus, als würde dieser blutige Monat niemals zu Ende gehen. That Richthofen has gained the edge in air superiority. Also Richthofen hat es geschafft, die Lufthoheit für sich zu sichern. Pilots across the front are weary and losing faith in Wing HQ. Die Piloten überall an der Front, ja, sind. Also sie verlieren immer mehr Mut oder viel, sie verlieren immer mehr Glauben in das Hauptquartier der Fliegerstaffel oder in die Obrigkeit von der Fliegerstaffel. We need success on today's patrol. On success on today's patrol over Douai or our nerve may be forever shattered. Oh, our nerve. Ja, wir brauchen unbedingt einen Erfolg bei der heutigen Patrouille über Douai oder unsere Nerven. Ja, oder unsere Nerven werden für immer zersplittert oder halt eben, ja.
Moral, Moral, Moral. Also unser Kampfgeist wäre sonst für immer gebrochen oder läge in Scherben. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir Glück und wir treffen einen einzigen Deutschen. Dann wären wir mal endlich in der Überzahl. Beim vorigen Mal waren wir so gesehen eigentlich in der Überzahl, aber die Deutschen haben alles runtergefetzt von mir. Also was soll ich da tun? No relief in sight. Ja, also kein Verschnaufer in Sicht. 8 D2s attack the 4 of us. 8 D2, also Doppeldecker von den Deutschen, griffen uns an. With a Ranger's Vengeance. Ja, mit der... Against Pooching Hounds, ja. Also diese 8 haben uns so angegriffen, wie die Rache eines Jägers... Na, Ranger... Ja, Ranger... Ranger, das sind die... Rangers Vengeance against Pooching Dogs. Ja, also... Sie haben einen größeren Kampfgeist gehabt oder so, von wegen, also wenn es wirklich persönlich was gegen uns gehabt hätten. Ich kann das Ding gerade nicht übersetzen, von wegen, wie das da geschrieben ist. Aber halt eben, wie gesagt, sie haben uns mit einer Wollust quasi angegriffen, als wenn es rasend vor Wut wären. Richthofen had declared Dwy off limits and he wasn't about to let his fields become fodder. Ja, also Richthofen hat quasi Dwy für sich beansprucht oder dass da das kehrt einfach erben, da gibt's keine Ausnahme. And he wasn't about to let his fields. Ja, und er war auf jeden Fall erpicht daran, nicht das Feld zu räumen oder halt eben an uns zu verlieren. 4-8. Na, Halleluja. So, einfach drauf losfetzen, was anderes bleibt mir eh nicht übrig. Angriff ist nun mal die beste Verteidigung. Einen haben wir, glaube ich, gerade runtergefetzt durch Zufall. Ja, es wäre schön, wenn nicht alle auf mich gehen würden. Ja, da verlange ich zu viel, ich weiß. Es sind zu viele. Es sind zu viele. Du weißt nicht, auf wen du gehen sollst. Und einfach nur immer im Kreis fliegen und hier und da einen Schuss abgeben, das bringt auch nichts. Du musst dich irgendwann einmal an einen halten und langsam das Feld ab, also lichten lassen oder die, ja. Man ist auch nicht gescheit, dass du die ganze Zeit immer nur an einem dran biegst, weil währenddessen siehst du, das dauert ja eine Zeit lang, bist. Also die Zeit nutzen dann die anderen, dass sie sich hinter dich setzen. Der ist mir zu knapp. So, der ist über mir, gell? Ah, da ist er. Gut, ich glaube, das war der zweite, aber wer weiß, wie viele sich davon erholen, ne? Ja, aufpassen, da drüben ist gerade der abgeschossen worden ist. So. Den vielleicht. Ja, der fliegt genau vor mir weg. Das. Ja. Ja, ein Treffer und ich bin's. Weil die haben ja sogar schon die Seiten abgefetzt, rechts. Das, wenn das getroffen wird, weißt ganz genau, das. Alter, wo ist der? Hallo? Da vorne ist einer. Okay, der dreht gerade um. Okay, den haben wir auch. So, von da kommt wieder was. Ah! Okay, okay, okay. Ich darf nur nicht zu viel nach oben ziehen. Ich muss schauen, dass ich... Oh,
Ja, toll, im Kreis. Das ist natürlich auch ganz geil. Das ist so blöde Gratwanderung. Wenn ich zu hoch ziehe, dann geht's nicht. Wow, Alter. Da hat so viel gefehlt, weil wenn du zu schnell unten bist, kollidierst und das überlebst nicht. Und wenn du zu hoch bist, halt eben kann es sein, dass er dann runtersackt. Deswegen musst du immer, also leicht nach oben, leicht nach oben, leicht nach oben. Ich habe drei. Ich glaube, ich habe drei, wenn nicht sogar vier, habe ich angeschossen, dass die halt eben gemacht haben. Und nur einer davon ist abgeschossen worden. So viel zur Fairness. Fünf haben wir runtergeschossen und sie haben vier runtergeschossen. Und ich bin der Einzige, der es überlebt hat. Ich bin froh, dass ich es überlebt habe. Soweit, also das... Oh, es ist ein Wahnsinn. Es ist echt ein Wahnsinn. April, Blood, Blood everywhere, Blut, Blut überall. The men are begging not to go up. Ja, die Männer flehen darum, dass sie nicht aufsteigen müssen mit ihren Maschinen. Each time a sortie is dispatched, someone returns grumbling. The dirty butcher fairer. Ja, also jedes Mal, wenn einer aufsteigt, kommt ein anderer quasi im Sack zurück. Dieser verdammte Butcher. Butcher ist der Fleischhauer, also Schlachter, Schlechter eigentlich. Dieser dreckige Schlechter, Farrah. Just as French soldiers have begun to mutiny, we've considered rising up against our CO. Ja, gerade als die französischen Soldaten mit einer Meuterei begonnen hatten, hatten wir ebenfalls mit dem Gedanken gespielt, uns gegen unsere Vorgesetzten oder gegen das Hauptquartier zu wenden, kann man sagen. Eigentlich gegen die Vorgesetzten. When he assigned four of us to patrol Arras after breakfast. Also wir haben gerade mit dem Gedanken gespielt und da hat uns dann während des, ich nehme mal an, das wird während des Frühstücks gewesen sein, hat uns Farrah aufgetragen, dass wir zu viert eine Patrouille bei Arras fliegen müssen, gleich nach dem Frühstück. I heard someone grumble, why doesn't he just carve us up with a metal Mitkleber. Und ich habe noch jemanden gehört, murmelnd sagen, warum schlitzt er uns nicht einfach mit einem Mitkleber? Mit einem Hackbeil auf, würde ich mal sagen. Oder warum zerstückelt er uns nicht einfach gleich mit einem Hackbeil? Irgendwie so halt eben. Also warum übernimmt er nicht gleich die dreckige Hocken uns umzubringen, anstatt dass uns draufschicken, die Deutschen machen es für ihn quasi. Toll, schon wieder eine Patrouille, na super. Das ist dann eh, das ist das komplette Geschwader, was er jetzt hochgeschickt hat mit vier Maschinen, oder? Weil wir haben, ich glaube, wir haben nicht... Okay, die paar Leute, was jetzt dabei gewesen sind, da waren Second Lieutenants dabei, die frisch aus der Kadettenschule wahrscheinlich gekommen sind. Aber das ist alles, was wir haben in dem Geschwader. Ich glaube, mehr gibt's nicht. Where did the Jagdgeschwader get so many planes? Genau, woher hat das deutsche Jagdgeschwader so viele Maschinen herbekommen? As my patrol managed to surprise a pack of fighters, we counted seven of them in all. Alter! Ja, also unsere Patrouille jetzt zusammengebracht hat, ein kleines Pärchen von gegnerischen Kampfflugzeugen da aufzuscheuchen oder zu überraschen, haben wir sieben Maschinen gezählt, von ihnen gegen uns vier. Even with the element of surprise, we were underdog. Klar. Trotz dessen, dass wir den Vorteil haben, dass wir es überraschen konnten, sind wir in der Unterzahl und nicht gerade der Favorit. Eine Puffen hat's geheißen, was anderes gibt's eh nimmer mehr. Na komm. Alter, das gibt's nicht. Entweder da fangen sie sich oder sie halten was weiß ich wie viel aus.
Meint, ein Vorteil ist, wenn du knapp über den Boden fliegst und dort die Viecher, wollte ich schon sagen, wenn du dort die gegnerischen Flugzeuge abschießt, sie haben keinen langen Weg nach unten. Das heißt, das ist sogar Vorteil. Aber es ist auch blöd, du kannst nicht abtauchen bei irgendjemandem. Du kannst nicht an Geschwindigkeit gewinnen und quasi eben abtauchen oder für den Fall der Fälle, dass der Murl streikt, weil du zu hoch gegangen bist, hast auch keinen Platz mehr, um dich zu erfangen. Oh, ja, ich weiß, hinter mir ist einer. Da ist einer noch näher dran als der eine, den ich da vor mir gehabt habe zuerst. So, was machst du? Genau, dreh um. Sehr gut. Es sind sogar noch ein paar von meinen Maschinen unterwegs, das freut mich. Aber jetzt. Also da unten ist nur rot. Ist auch. Was machst du? Das fehlt mir noch, dass ich in meinen eigenen reinfliege. Das fehlt mir wirklich. Hey, zwei haben es überlebt. Bis jetzt davon meinen. Ich glaube, wir haben es. Soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Na da, holt euch auch da her. Jetzt rammen wir auf. Victory! Ja, bitte, 4-3. Passt. Sie sind keine Maschinen, seht ihr? Sie bluten, ja! Sie Menschen aus Fleisch und Blut. Jetzt könnt ihr wieder sagen, von wo war das? Aber ich tue es nicht. Auch wenn ich es gerade getan habe. Und wir haben jede Menge Reservetruppen bekommen, okay. Das schreit nach einem Kaffee. Ah. 29. April. As our troops reclaim territory vacated by the enemy for the Hindenburg Line. Was? As our troops reclaim territory vacated by the enemy for the Hindenburg, we have little to celebrate. Okay, während unsere Truppen die Gebiete zurückerobert haben, welche die Gegner für ihre Hindenburg-Linie benutzt haben oder vorgesehen haben, also trotz dessen haben wir doch sehr wenig zum Feiern. Ganz kurz nur, sorry, da oben kratzt und juckt's mich. Ach so, jetzt geht's wieder. Bevor der Hans left, the leveled buildings blocked roads and contaminated. Na, voilà. Ja, also bevor die Deutschen sich zurückgezogen hatten, hatten sie Gebäude dem Erdboden gleich gemacht, sie haben Straßen blockiert und sie haben das Wasser kontaminiert. Also das Wasser verschmutzt, dass man es nicht gebrauchen kann. General Ludendorff has served his nation well. Ja, General Ludendorff hat seinem Land alle Ehre gemacht. He makes me sick. Er macht uns krank. Also, ach, der macht mich krank. Those of us at Amiens still willing to fly will patrol Ostend this afternoon. Also die
paar von uns bei Amiens, die immer noch fliegen wollen oder die immer noch den Willen haben zu fliegen, werden eine Patrouille bei Ostens heute Nachmittag fliegen. We can only hope the flying circus is on a coffee break. Wir können nur hoffen, dass der fliegende Zirkus, Schrägstrich, das Geschwader vom Richthofen, gerade bei einer Kaffeepause ist. Mich juckt schon wieder die Nase, hörst. Patrouille zu viert. Déjà-vu. Die Situation, etwas zu erleben, was man gerade erlebt hat. Déjà-vu. Die Situation, etwas zu erleben, was man gerade erlebt hat. Déjà-vu. Die Situation, etwas zu erleben, was man gerade erlebt hat. The four of us weren't sure if the Baron was airborne. Die vier von uns waren sich nicht sicher, ob der Baron gerade in der Luft ist, but we were sure that the six enemy fighters ahead wanted to add us to their victory list. Also wir waren uns nicht sicher, ob der Baron gerade in der Luft ist, aber wir wussten, dass die sechs gegnerischen Flugzeuge, die gegen uns vier antreten und die quasi direkt auf uns von vorne zugeflogen kommen, dass die uns vier haben wollten für ihre Abschussliste. Somehow finding the strength I searched into the row. Nachdem ich meinen Willen und meine Stärke wieder gefunden hatte, I searched into the row, habe ich mich in der Reihe angestellt, irgendwie so, ich weiß es nicht. So, frontal ist immer deppert. So, Hauptsache nicht meine eigenen Zahnfetzen, ist auch nicht gut. Die brauche ich. Oh, so, Verkehr da herum. Yikes, habt ihr das gesehen? Ach du Heilige. Ich weiß nicht, ob die auf mich zukommen, aber ich glaube es nicht. Sonst werden die schon viel schneller näher kommen. Ja, da kommt was. Ich muss immer alles frontal daherkommen. Da kommt auch wieder was frontal. Ist ich's nicht. So, der fliegt von mir weg. Das ist auch toll, aber ich bin schneller als er sowieso schon. Da müssen wir auch wieder aufpassen. So, der kommt frontal. Der Eindecker da, sehr gut. Den können wir vielleicht erwischen von hinten. Da haben wir einen Doppeldecker, ist auch gut. Ich bin dann nicht mehr so wählerisch. Den haben wir, glaube ich, viermal gerade erwischt. Weil es erinnert ein bisschen an die Deutschen eigentlich im Zweiten Weltkrieg, weil wenn man sich die so Dokumentation und sowas anschaut, da haben sie auch gesagt, von wegen, das Gute bei einem deutschen Piloten im Zweiten Weltkrieg war das, er hat so viele Ziele zur Auswahl gehabt, überhaupt gegen Ende des Ziels, deswegen haben die ja so viele Abschüsse gehabt, hat eben überhaupt die Flieger aus, im Gegensatz zu anderen Nationen, wie die Amerikaner zum Beispiel. Da haben wir ja auch, also früher überhaupt, ich habe noch immer ein paar daheim, aber ich habe mir so viele Dokumentationen schon angeschaut vom Zweiten Weltkrieg. Ein paar habe ich auch vom Ersten, sogar noch auf VHS-Kassette, echt coole. Und dann halt eben, was mich auch immer fasziniert hat, war einfach die Technologie. Also überhaupt so Secret Weapons oder so Prototypen, egal auf welcher Seite. So schlimm es ist, aber es ist halt eben wirklich arg, wie viele Erfindungen halt eben meistens durch einen Krieg entstanden sind oder halt eben was da alles ausprobiert wird, und ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Grauslichkeiten wie jetzt da Menschenversuche, Genversuche oder sonst irgendein Blödsinn, sondern eben so ingenieurstechnische Versuche mit eben gerade im zweiten Weltkrieg mit Raketenforschung zum Beispiel oder so ja Raketenantrieb, was man damit machen kann, außer Raketen bauen, was eh schon ein Wahnsinn war. Aber wie gesagt, das ist alles Zweiter Weltkrieg und so, und Krieg ist schier und alles Mögliche. Also, man muss wirklich froh sein, der Meinung bin ich auch extrem stark, man muss keinen Krieg erlebt haben. Das, wenn man es, überhaupt wenn man sich so aussuchen kann. Also, dass man, weiß nicht,
ist schwierig, sich in sowas hineinzuversetzen. Und ja, ein Film kann nicht so viel wiedergeben, wie was wirklich war, oder ein Spiel oder so. Aber richtig in so eine Situation, also ich würde nie haben wollen, dass mir das passiert. Wurscht jetzt da als was, ob als Pilot, oder was bei mir, glaube ich, eh nie mehr möglich sein wird. Also es wäre sehr... ich glaube nicht, dass ich irgendwann einmal einen Flugschein machen würde, auch nicht Sportflugzeug oder sonst irgendwas, dafür habe ich das gehört nicht. Aber ich meine nur halt eben, es ist jetzt wurscht, als was. Und wenn, dann sollte man den Rat beherzigen von dem einen Waffenhändler von The Bard's Tale, von dem Actionspiel, Action-Rollenspiel The Bard's Tale. Und zwar, der sicherste Ort auf einem Schlachtfeld ist immer die Ferne. Je weiter man weg ist, desto besser ist der Krieg und... ja, guter Moment, dass die Maschinengewehre gerade verstopft sind. Ich meine, ich kann es verstehen, ich habe schon genug Kugeln abgefeuert. Aber du könntest das wieder mal reparieren, beziehungsweise säubern, mein Herr. Mein Herr Edmund. Ich bräuchte den Baldrick, dass der Baldrick mal halt eben währenddessen, wenn sowas passiert, dass der mal dann die Maschinengewehre reinigt. Oder ich bräuchte einen Cunning Plan. As cunning as a weasel. Und Kollision ist keine Alternative, sag ich auch gleich. Na komm! Ich hab denn die ganze Zeit so schön... Ah, jetzt. Ja, jetzt ist er wieder zweit. Na komm, dann... Flieg seitlich, dass wir aufholen können. Ich verschieße auch viele Kugeln, also so ist ja auch nicht. Also die beste Trefferchance, also meine Trefferquote ist nicht die höchste, so. Olli wollen was sagen. Oder Gerian79 wollen was sagen. Nur wissen Wörter nicht. Ah, geschroffen! Kannst du bitte abstürzen? Mein Zuschauen wird fad. Man muss nur gut zureden. Alles für die Einschaltquoten. Yes! Oh, wir sind schon wieder allein. Ich meine, ich bin froh, dass ich jetzt nicht wieder abgeschossen worden bin oder was, aber wir kommen schon wieder alleine zurück. Vier haben wir runtergeschossen, der andere hat zwei runtergeschossen. Jo. Ich würde aber jetzt mal sagen, dass wir jetzt an, also dass wir es für heute gut sein lassen. Ich weiß, so viel haben wir heute nicht geschafft. Das waren nur Patrouillen. Ich kann auch nichts dafür. Ich habe da keinen Zugang zum Missionsleiter oder zum Farah. Hey Farah, wie schaut's aus mit einer Bombing-Mission? Ja, ich würde einfach mal sagen, wir lassen es gut sein für Folge 17 von Schauen wir mal Wings, die Abenteuer des Lieutenant Colonel Edmund Blackadder im Ersten Weltkrieg am Amiga 500.
ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich wünsche euch natürlich einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Mensch, bleiben geil. Tschüss. Baba.